Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer kleinen Mini-Theorie. Auf diesen fixen Gedanken bin ich schon vor Ewigkeiten gekommen, habe es aber nie geschafft, ein Video draus zu machen. Und zwar könnte es möglich sein, dass Shaggy und Miss Doublefinger miteinander verwandt sind. Wie ich darauf komme, erfahrt ihr wie immer nach einem kurzen Intro. Wir kennen ja Oda und dass er die verrücktesten Verbindungen in One Piece raushaut. So machte ich mir auch mal Gedanken über Shaggy und wer sie sein könnte. Und habe gewisse Ähnlichkeiten mit einem anderen One Piece Charakter erkannt, und zwar niemand geringeres als Miss Doublefinger. Rein von der Optik her sind beide recht groß und sehr dünne Frauen mit großem Vorderbau. Auch das Gesicht hat kleine Ähnlichkeiten. Jedoch sind dünne Frauen mit großen Brüsten in One Piece nichts Neues. Deshalb musste ich tiefer graben. Und tatsächlich, ich bin fündig geworden. Wenn wir Shaggy bisher gesehen haben, hatte sie ja sehr oft ein Shirt angehabt mit einer Spinne drauf. Das ist im ersten Moment nichts Atemberaubendes, aber wir kennen ja Oda und seine kleinen Hinweise. Auch Miss Doublefinger hat ein gewisses Spinnentheme. Immerhin ist ihr Spitzname Giftspinne. Und auch die Bar, die sie gegründet hat, nennt sich Spiders Café. Aber dies reicht alles natürlich nicht dafür aus, um eine Verbindung zwischen den Zweien aufzubauen. Was ich jedoch interessant fand und deshalb überhaupt diese Theorie rausgebracht habe, ist die Tatsache, dass Shaggy damals ihr Piratenleben aufgab, um eine Bar aufzumachen. Auch Miss Doublefinger gab ihr Piratenleben bzw. ihr Agentendasein auf, um ein Café zu eröffnen. Diese Ähnlichkeit stach mir irgendwie extrem hervor. Dies könnte für mich wieder so ein typischer Oda-Hinweis sein, dem kaum einer auffällt. Immerhin liegen zwischen diesen Charakteren eine Menge Kapitel. Was haltet ihr von dieser kleinen Idee? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare, sowie wenn euch noch mehr Gemeinsamkeiten aufgefallen sind. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über einen Like und einen Klick auf den Abo-Button. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Und haut rein. Ciao.